Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus erster Quelle. Wasser ist lebenswichtig für uns alle. Das wissen auch die Wasserwerke Westerzgebirge. Sie nahmen den Tag des Wassers zum Anlass, um einen Einblick ins Wasserwerk St. Katharina im Raschauer Ortsteil Langenberg zu geben. Das Wasserwerk St. Katharina wurde ganz gezielt ausgesucht. Schließlich gibt es den Standort seit genau 20 Jahren. Zudem feiert Langenberg sein 425-jähriges Bestehen. Knapp 3.800 Kubikmeter Wasser werden hier täglich aus einem 60 Meter tiefen Brunnen gefördert. Wir haben insgesamt drei verschiedene Versorgungszonen. Einmal großen Teil in Schwarzenberg, einmal Grünhain-Weierfeld und auf der anderen Seite die Versorgungszone hier selbst in Langenberg. 2008 wurde das Wasserwerk umfangreich saniert. Seit 2012 ist hier auch der Meisterbereich untergebracht. 1,6 Millionen Euro wurden dafür in den vergangenen 5 Jahren investiert. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Es liegen noch 3, 4 weitere Jahre der Investitionen vor uns, wo wir also vorhaben, den Hochbehälter, den wir haben, nochmal aufzustocken, uns das Außengebiet zu erweitern und natürlich auch eine Photovoltaikanlage auf das Dach zu setzen. 2,5 Millionen Euro werden dafür noch einmal investiert, auch um die Trinkwasserversorgung im Westerzgebirge weiter auf hohem Niveau zu halten. Inzwischen sehen Pläne der Europäischen Union allerdings eine Privatisierung der Wasserversorgung vor. Dagegen wehrt sich eine europaweite Bürgerinitiative und sammelte bereits mehr als 1,2 Millionen Unterschriften. Weitere kamen zum Tag des Wassers in Langenberg hinzu. Die größte Gefahr bei der Privatisierung liegt in der Möglichkeit, dass sich die Preise erhöhen. Wir sehen das ja im Moment an der Energiepolitik und natürlich auch, dass der hohe Standard in der Wasserversorgung so nicht mehr erhalten werden kann. Die Unterschriftenlisten aus dem Erzgebirge liegen noch bis 19. April aus und werden dann einem Vertreter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie übergeben. Er nimmt sie mit nach Brüssel und übergibt diese dort den Organisatoren der Europäischen Bürgerinitiative. Der Tag des Wassers war bei den Wasserwerken Westerzgebirge aber noch viel mehr. So gab es einen Tag später eine sogenannte Wasserwanderung. Startpunkt war der Busplatz in Schwarzenberg. Von hier aus ging es für die 60 Wanderfreunde über den Graulsteig zum Huthaus der Grube Gottesgeschick. Das 1825 erbaute Haus wird im Moment von einem Mitarbeiter der Wasserwerke Westerzgebirge saniert. Danach setzte der Trupp die Wanderung zum Wasserwerk nach Langenberg fort. Am Ende waren sich die Wanderfreunde einig, eine mehr als gelungene Aktion. Das war's schon wieder von Aus erster Quelle. Die Wasserwerke Westerzgebirge wünschen ein frohes Osterfest und verabschieden sich bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.